Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst in besonders herausfordernden und schwierigen Zeiten. Vielleicht ganz persönlich. Vielleicht aber lastet auch das auf uns, was die Pandemie immer noch bei allen Lockerungen uns auflädt und manchmal zu kontroversen Streit führt. Und ich bin sicher, jeden von uns belastet das Kriegsgeschehen in der Ukraine und eben mitten in Europa und auf dieser Welt an vielen Ecken und Enden ja auch noch. Wir feiern Gottesdienst ganz bewusst heute, auch mit all dem, was wir mitbringen, im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Gottesdienst feiern heißt auch, dass wir das, was uns bewegt, vor Gott bringen. Im Gebet, in unserem Lied, unsere erschrockenen Herzen, auch dieses Bewusstsein der Not, und ich lade ein, dass wir miteinander singen aus tiefer Not. Lasst uns zu Gott von ganzem Herzen schreien. Wir singen vom Lied unter der Nummer 144 die Strophen 1 und 2. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue,
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Mann, denn er wird meinen Fuß auf den Gewässer ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Blüten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich freue mich. Vater im Himmel, mit zitternden Herzen stimmen wir ein in dieses alte Gebet. Die Spannung, die wir hören, lässt uns manchmal innerlich schier zerreißen. Da ist auf der einen Seite die Erfahrung deiner Nähe und Hilfe. Gerade jetzt habe ich sie wieder so deutlich erleben dürfen. Danke dafür. So viel Grund, dich zu loben. Da ist aber auch die Sorge und die Angst über so viel Gewalt und Hass ganz nahe an unseren Grenzen, mitten in Europa. Die Angst auch in unseren Herzen ist groß und die Frage, Herr, warum? Führe uns aus dieser Not. Vor allem befehlen wir die Menschen in der Ukraine, Herr, erbarme dich. Schenke ihnen vor allem und auch uns neu deine Zuwendung, deinen Frieden, deinen Frieden. Amen. Wir singen Gott um seinen Frieden, um seinen Segen bitten, das wollen wir im Lied. Komm, Herr, segne uns. 170, wir singen die Strophen 1 bis 3. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß.
Dort sagte er zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und gehe. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Leidenskelch auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt, wacht und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Kelch. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände des Sünders, der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der nicht verrät, ist schon da. Lieber Herr, segne dein Wort so an uns, dass wir es nicht nur hören, sondern dass es uns erfüllt, dass du an uns wirkst. Amen. Lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Ich weiß nicht, wer diesen Ausdruck kennt, vor allem wer diesen inneren Seufzer, diesen Gebetsschrei auch schon gebetet hat, wenn sich so etwas aufbaut vor mir, wo ich das Gefühl habe, ich kriege es nicht mehr unter die Füße. Es wird mir zu viel, es wird mir zu schwer, daran werde ich kaputt gehen. Herr Gott, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich kann es nicht anders als auch ein bisschen von mir selber erzählen. Diese Woche, da hatte ich die letzte der Kontrolluntersuchungen ein halbes Jahr nach dieser fatalen Diagnose Metastasen im Bereich der Hüfte, des Beckenknochens und Klinikaufenthalt. Und damals, was für ein Geschenk, ein Wunder Gottes, ganz demütig muss ich sagen, er hat bewahrt, sie haben nichts gefunden, aber ein halbes Jahr dann mal Kontrolluntersuchungen und jetzt kamen sie Schritt für Schritt hintereinander weg. Und eben in dieser letzten Woche die letzte Untersuchung und die Anspannung ist groß. Herr Gott, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, dass es nicht doch Krebs ist. Und ich kann nur demütig staunend sagen, sie haben nichts gefunden. Nichts im Blut, nichts in der Prostata, nichts im Knochen. Ich weiß auch nicht, was für ein Geschenk Gottes, was für ein Wunder Gottes. Und das in Demut, weil ich weiß, vielen geht es anders. Und unter uns vielleicht auch, wo dieser Kelch nicht vorübergegangen ist. Und wo es dir den Boden unter den Füßen wegreißt und die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen. Was für eine Gnade, nicht verdient, dass es anders ist, doch nicht, weil ich ein Pfarrer bin, also ich bitte euch. Nie und nimmer ein Anrecht darauf, Anrecht gegenüber Gott darauf, dass er bitteschön mir doch zu helfen hat, mir wenigstens. Lass diesen Kelch an uns vorübergehen. Ich bin überzeugt, so haben viele, vielleicht bewusst oder unbewusst, wirklich gebetet von den politischen Verantwortlichen in Europa und auf der ganzen Welt, als Putin seine Truppen zusammengezogen hat an den Grenzen der Ukraine. Lass doch diesen Kelch an uns vorübergehen, dass das nicht Krieg wird. Und der Kelch ist nicht vorübergegangen.
Putin hat diesen verhängnisvollen Befehl zum Angriff erteilt und so viel Leid, Not, Zerstörung, Hass, Gewalt über diese Menschen, über dieses Land ausgeschüttet und übers eigene ja auch. Auf allen Kanälen erreichen uns die Bilder und sie lassen uns nicht mehr los. Und natürlich noch einmal auch diese ganz persönlichen Leidenskelche, die mancher von uns, viele von uns, austrinken müssen. Das Leben fluppt nicht einmal einfach so und ohne Probleme geht es weiter. So viel persönliches Leid, das hier zerreißt, ja zerreißt und nirgends in den Medien oder in den sozialen Netzen kommt was davon. In aller Einsamkeit oft Lasten zu tragen. Den Kelch ich austrinken muss, den Bittern des Leides, wie Dietrich Bonhoeffer dichtet in seinem bekannten Lied, wir singen es nachher. Und dann die Frage, Gott, warum? Kann das sein? Gott, warum hast du das alles zugelassen? Und versteht ihr, liebe Freunde, das ist ja noch einmal eine tiefergehende Frage. Ja, ich kann sagen, mit Gott hat es nichts zu tun, aber wenn ich doch an Gott glaube, dann die Frage, ja und jetzt Gott? Und diese Frage tut weh. Die tut vielleicht so weh wie der körperliche Schmerz oder manchmal vielleicht noch mehr. Und du schreist nur noch, Gott, mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? In den Kellern in Kiew. Oder Jesus am Kreuz, er hat auch so geschrien. Mein Gott, wo bist du? Und Jesus war ja auch der Erste, wir haben es in Evangelium gehört gerade, der diese Frage gestellt hat oder diese Bitte geäußert hat, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Am Abend vor seinem Todestag, dem Karfreitag, als er Blut und Wasser geschwitzt hat, so schreibt der Evangelist Lukas in seiner Angst vor dem Garten Gethsemane. Und dann am Kreuz, als er geschrien hat, ich sagte schon, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen und an ihm ist er auch nicht vorübergegangen. Und die Frage, Gott, warum? Mein erster Punkt heute, warum lässt Gott das zu? Warum musste Jesus das mit sich machen lassen? Wenn er doch Gottes Sohn war, Gott mit ihm. Das passt doch nicht zusammen. Wir denken Gott anders. Heute denken wir Gott anders und damals, vor 2000 Jahren, war das doch genauso. Wir denken Gott wie die fromme Elite, die Priester und die Schriftgelehrten, Theologen, die da unter dem Kreuz, es wird berichtet, dann unter dem Kreuz von Jesus standen und sagen, ja, wo ist jetzt Gott? Wo ist dein Gott? Jetzt, wenn du Gottes Sohn bist, dann steigt doch der Herr herunter. Müsste nicht an dieser Stelle spätestens Gott dazwischen landen? Einhaltgebiet, die da mal wegwischen und Jesus runter vom Kreuz und rauf auf den Thron, Königin Israel und weg mit all dieser Bosheit, Ungerechtigkeit, die ganzen römischen Soldaten, die Besatzung weg. Aber Gott am Kreuz und nichts passiert. Und er stirbt. Wir denken Gott anders. Auch die geistige
philosophische Elite der Römer und der Griechen später, Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief, haben das auch nicht zusammengekriegt. Ein Gott am Kreuz, das ist ja ein Irrsinn, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das ist ein Skandal. Wer bitte glaubt sowas? Und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Haben wir nicht oft auch so schon gedacht, Gott, 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 du müsstest doch dazwischen landen, wegwischen, das Böse, das Unrecht, die Gewalt, jetzt in der Ukraine und an so vielen anderen Ecken dieser Welt ja auch, mal richtig dazwischen mit mächtiger Hand, wenn sie Granaten und Raketen auf ein Krankenhaus schießen, auf eine Entbindungsstation, ich bitte euch, auf eine Entbindungsstation. Gott, hättest du nicht den Putin holen können, so von jetzt auf nachher, mit einem Schlaganfall in der Nacht, und nicht unsere Schwester Brigitte? Nicht die Brigitte. Gott, warum hast du das zugelassen? Hast du es denn nicht gemacht? Kannst du es nicht? Bist du so machtlos? Oder schlimmer noch, willst du das gar nicht? Spielen wir keine Rolle für dich? Oder spielst du nur mit uns? So wie mit Labormäuschen. Die einen dürfen leben und die anderen müssen sterben und leiden. Versteht ihr, das ist eine Frage und die treibt mich um, ihr merkt es vielleicht. Und sie treibt um und zerreißt. Und solange es Menschen gab und gibt, die noch an Gott glauben, ihn erfahren haben in ihrem Leben, voller Lob und Dank diese Stunden, ja, ich weiß es ja. An einen großen Gott glauben wir, an einen, der Macht hat, den wir anbeten und loben in seiner Macht und Majestät, der unsere Herzen erfüllt mit seiner Größe, einen Gott, der, dem unsere Anbetung gehört. Und dann das, es zerreißt dich im Innersten. Gott, warum lässt du das dann zu? Und Vorsicht mit den schnellen Antworten. Die gibt es nicht. Da werde ich schnell misstrauisch, genauso schnell. Nicht recht geglaubt womöglich. Oder eine Leiche im Keller muss der doch haben, wenn es ihm so schlecht geht. Wenn Gott ihm das schickt. Oder vielleicht aus Hilflosigkeit formuliert, Gott wird schon einen Grundkampf haben. Mag sein, das mag im Einzelnen vielleicht sogar alles stimmen, aber pauschal, so pauschal doch nicht. Jesus hatte doch keine Leiche im Keller. Und ich bin überzeugt, Jesus hat seine Angst, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Das hat er nicht simuliert. So, ja, Sonntagmorgen bin ich ja dann wieder lebendig. Es gibt Punkte, Augenblicke, da bist du am Ende, da hast du keine Antwort. Und deshalb müsste ich eigentlich aufhören mit der Predigt hier. Wer bin ich denn, dass ich es jetzt erklären könnte? Den Krieg in der Ukraine, die Brutalität, die Denke von den Leuten, was ja keiner kapiert, was fassungslos macht. Und dein und mein Leid kann ich ja auch nicht erklären. Ich kann nur mit der gleichen Demut, mit der ich staune und überwältigt bin,
was Gott an mir tut. Und mit einer errungenen, aufkommenden Ahnung, es versuchen, mühsam und stammelnd, kann ich versuchen nachzubuchstabieren, was denn wirklich Gottes Wille und Weg sein könnte. Und darum ringen und beten, dass Gottes Geist es mir sagt, mir gewiss macht. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott macht's nicht mit Gewalt, er macht's mit Liebe. Und da muss ich wieder bei Jesus anfangen. Bei seinem Weg, seinem Gebet damals vor der Verhaftung und der Hinrichtung und am Kreuz sein Todesschrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich kann nicht anders als bei Jesus anfangen, der kurz vorher noch zusammengesessen ist mit seinen Freunden beim Fest. Festmahl, größtes Fest der Juden, Passafest. Und sie haben miteinander gegessen und getrunken und Jesus am Schluss nimmt das Brot, bricht es, gibt seinen Freunden, seinen Jüngern und sagt: mein Leib für dich gegeben. Und er nimmt den Kelch, wieder den Kelch und gibt ihn und sagt: mein Blut für dich vergossen. Dass es das ist, dass Gott sich mit Absicht ohnmächtig macht, sich mir gleich macht, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus das Unrecht, die Schuld, die Bosheit, die Ungerechtigkeit auflädt, es selber erträgt und daran kaputt geht, sich zerreißen lässt, sich aussetzt, das auf sich nimmt und ich ahne, dass dahinter eine Wahnsinnsliebe stecken muss, dass der große Gott das tut für mich, für uns Menschen. Nicht die Faust dazwischen. Mit einem Wisch alles weg. Nicht mit Macht und Gewalt. Liebe. Und Liebe lässt los. Liebe verzichtet darauf, Gewalt anzuwenden. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Liebe opfert sich auf. Liebe sagt nicht ich, Liebe sagt du. Liebe gibt sich hin für mich. Gottes Liebe. Und ich ahne, dass das genau meine Rettung ist. Denn wenn es Gott anders machte, dann müsste er doch nicht bloß den Putin wegwischen. Wer bin ich denn, dass ich dann sagen könnte, mich nicht? Ich hab's verdient zu leben. Ich doch nicht. Leute, es ist der Gnade und Liebe Gottes zu verdanken, dass er nicht schon längst Schluss gemacht hat mit uns, mit dieser Welt. Es ist der Gnade und Liebe Gottes zu verdanken, dass er immer noch um Gegenliebe wirbt bei uns Menschen und bei dir und mir auch. Es ist der Gnade und Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu verdanken, dass er sich bis zum Äußersten runterkniet in seiner Liebeserklärung an jede und jeden von uns. Dass er mit seiner Liebe unser Herz gewinnen und verändern möchte, es heil machen möchte
und so diese ganze Welt. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Geht es? Funktioniert es? Rechnet sich das? Aber das kann einen zerreißen, weil man das Gefühl hat, nee, es rechnet sich nicht. Das funktioniert ja nie und immer. Wir sind da ganz schnell dabei und machen die Rechnung ganz nüchtern anders auf. Das funktioniert nicht. Und dann wird wieder reingepumpt. Die Waffen. Und wir setzen auf Gewalt und Macht. Gottes Wort sagt uns, und es ist wie so ein Gegenprogramm, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, so heißt es im 1. Johannesbrief. Und Glaube meint hier eben nicht an etwas Unsinnigem festhalten, was ja doch nicht funktioniert. Glaube heißt Vertrauen, sich anvertrauen, sich Jesus anvertrauen, der Liebe Gottes in Person. Glauben heißt, ich sage Ja zu dieser Liebeserklärung Gottes, zum Liebesbeweis, zur Hingabe Gottes am Kreuz. Und diese Liebe hat Wirkung. Liebe hat Wirkung, wir wissen es doch auch aus unseren Lebenszusammenhängen. Anders kann das Miteinander ja nicht funktionieren als mit Vertrauen und Liebe. Das erneuert mein Leben, das verändert mein Verhalten, mein Verhalten auch zu meinen Mitmenschen. Und das ist die Hoffnung dahinter. Erfasst von dieser Liebe wird eine ganze Gesellschaft anders. Weil Christen in ihr Leben, weil sie es anders machen, einen alternativen Lebensstil leben. Ein anderes Programm, nicht ich. Einen alternativen Lebensstil der Liebe und Hingabe. Und diese Liebe, der lebendige Jesus Christus in mir, der macht, mein letzter Punkt noch ganz kurz, der macht dann auch meinen Horizont weit. Nicht nur diese irdische Welt und Wirklichkeit und alles, was man nicht begreifen, wiegen, vermessen und auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und nachvollziehen kann, das gibt es gar nicht. Gottes Horizont ist weiter. Gottes Wirklichkeit, die Wirklichkeit in seiner Sicht, in seinem Licht, ist viel tiefer, höher und weiter als unsere Auffassungswelt. Ja, und das ist meine Hoffnung. Dann werden auch einmal die Rätselfragen meines Lebens und dieser Welt gelöst. Nochmals, nicht als schnelle Antwort. Nicht als schnelle Antwort und ist alles klar. Aber als Hoffnung, an der ich mich festhalte, der getrösteten Gewissheit, er macht alles gut. Amen. Wir singen jetzt das Lied, das Bekannte von Dietrich Bonhoeffer, von guten Nächten treu und still umgeben. Wir singen immer mit der letzten Strophe als Refrain, zunächst die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt im Gebet noch einmal ganz bewusst dein Angesicht suchen können, zu dir kommen. Wir bringen dir, was unsere Herzen erfüllt, erst einmal auch den Dank für dein Wort, für deine Liebe, die du in unverdientem, überreichem Maß uns schenkst, in deinem Sohn Jesus Christus. Wir bringen vor dich aber auch unsere Sorgen und Ängste. Im Vertrauen darauf, du siehst die Not bei jedem von uns. Das, was uns belastet und die Zukunft dunkel machen möchte. Du siehst die Sorge über der scheinbar nie enden wollenden Pandemie. Du siehst die Angst über dem, was noch kommen wird durch diesen unsäglichen Krieg mitten in Europa. Wir bitten besonders und befehlen sie dir an die Menschen in der Ukraine, über die so viel Gewalt, Zerstörung, Verzweiflung und Todesnot hereingebrochen ist. Herr, erbarme dich. Wehre dem Hasser der Rechthaberei der Verantwortlichen so viel Lüge und Rücksichtslosigkeit. Stoppe diesen elenden Teufelskreis der Gewalt. Gib und erhalte uns den Frieden. Heute an diesem Sonntag beten und bitten wir auch für die Christen in der Welt, die, weil sie an dich glauben, Nachteile erfahren. Ungerechtigkeit bis hin Bedrohung an Leib und Leben. Erbarm dich über sie, sei du ihnen nahe und hilf ihnen, auf Hass mit Liebe zu antworten. Und mach diese Liebe stark. Vor dir denken wir an unsere Verstorbenen, von denen wir Abschied nehmen mussten in der vergangenen Woche, und nennen sie dir, Schwester Brigitte Benitz und Margaret Becker, geborene Bischof. Wir befehlen und wissen sie getrost in deinen Händen. Und wir legen dir die Angehörigen hin, die und uns alle, die wir trauern. Schenk uns Vertrauen auf dein lebensschaffendes Wort, dein Versprechen, dass wer an dich glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Tröste uns mit der Gewissheit, dass nichts deine Liebe aufhalten kann, in der du mit uns und doch auch mit dieser ganzen Welt zu deinem Ziel kommen wirst. Und hör uns, wenn wir miteinander beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte nochmal ganz herzlich und ganz bewusst danken, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Auch miteinander unsere Not vor Gott bringen und miteinander unseren Dank und Lob vor Gott bringen. Dass wir miteinander singen und beten. Ihr merkt, wie mich auch die Situation gerade besonders herausfordert in mancherlei Hinsicht. Und ich denke, viele unter uns auch.
Und da brauchen wir einfach dieses Miteinander unterwegs sein als Christen. Vielen Dank dafür. Ich möchte an der Stelle auch danken für alle Gaben, jetzt auch heute besonders für die Menschen in der Ukraine. Und ich möchte herzlich einladen und darauf hinweisen, jeden Tag 19.30 Uhr läuten die Glocken zum Gebet. Das war in der Pandemie so geboren, aber das ist auch eine Einladung, wirklich um Frieden zu ringen vor Gott und das ins Gebet zu nehmen, jeden Tag ganz bewusst. Und montags hier in der Kirche Angebot, für den Frieden zu beten. Herzliche Einladung dazu, montags immer 19.30 Uhr bis eine Stunde, ne? So ungefähr eine Stunde hier in der Kirche Friedensgebet. Im Vertrauen darauf, dass Gebet, auch aus der Liebe geboren, eine Macht hat, zu verändern. Herzliche Einladung. Ich möchte auch ganz herzlich danken für alle, die den Gottesdienst möglich gemacht haben. Heute war jetzt das Technikteam nicht dabei, es ist das Wochenende, Lebenshauswochenende in Unterölsheim, im CVM-Lebenshaus dort, deswegen ist es jetzt heute nicht möglich gewesen. Ich habe es jetzt einmal aufgenommen, vielleicht stelle ich da nochmal einen Podcast ins Internet über diesen Gottesdienst. Muss ich gucken, wie ich hinkriege. Aber ich möchte heute auch darüber hinaus danken, dass Gottesdienst möglich ist. Kirchendienerdienst, unsere Kirchendienerin, die Karin Bechtold ist im Urlaub, die Frauke, hat also diesen Dienst übernommen. Und ich möchte danken für den Organistendienst. Manfred, du bist bekannt, dass du manche überraschende Schlussstücke spielst. Also sagen wir mal so, unsere Preisklasse altersmäßig, die weiß immer sofort, was das bei dir sind. Es gibt den britischen Sänger Sting. Also für euch Junge ist das vielleicht auch schon ein Opa. Aber der hat noch zu Zeiten des Krieges ein Lied eingespielt, eingesungen. Da ging es um Russland. Der Feind. Aber jetzt geht es wieder um Russland und wir müssen ganz arg aufpassen. Nicht die Menschen in Russland sind unsere Feinde. Und er bringt es dann auch ein bisschen so zum Ausdruck, unabhängig von aller Ideologie, wir sind alle gleich Menschen. Und dann so diese Zeile, was uns vielleicht rettet, mich und dich, ist, dass die Russen ihre Kinder lieben. Thank you.
aus Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.